Hallo meine YouTuber. Tja, viele fragen, lohnt sich eine Solaranlage in Thailand? Heutzutage ja. Wenn du schon mal 2 oder 4 Aircondition hast, bezahlst du schon viel Strom. Strom steigen auch in Thailand. Ich habe bei mir ein verstecktes Dach. Es werden Solarzellen aufgebaut. Das soll pro Tag so ungefähr 30 Kilowatt bringen. Und das langt für 4 Aircondition, 2 Kühlschränke, plus mein Schweißgerät und plus mein Hochdruckreiniger, plus den Schwimmpool langt das. Ich habe 8 Batterie als Speicher noch drin zusätzlich. Und das ganze Solaranlage kostet etwas über 500.000. Wenn ich so pro Monat rechne, was ich an Stromkosten habe, hier habe ich jetzt so nur mit 2 Kühlschränke, ein Solaranlage. In meinem alten Haus habe ich 2 Kühlschränke und viele kleine Elektrogeräte, 2 Fernseher, 2 Computer laufen den ganzen Tag und 6 Ventilatoren. Da verbrauche ich pro Monat so ungefähr und eine Waschmaschine pro Monat 2500 Strom jetzt. Und ich habe gemerkt, dass der Strom hier wirklich schon erhöht ist, fast das Doppelte bald. Und so habe ich schon vor 4 Jahren zu meiner Freundin oder jetzt meine jetzige Frau gesagt, ich will eine Solaranlage haben. Wenn wir 4 Aircondition haben und einen großen Swimmingpool, da verbrauchen wir ganz schön an Strom. Da zahlen wir dann knapp so an 6.000 bis 7.000 oder 8.000. Und ich mache ja sowieso mehr Aircondition an am Tag, wenn er zu heiß ist. So, das ist ungefähr 4 Monate. Und das frisst zu viel Strom. Dennoch die Pumpe von der Außenseite für den Swimmingpool und so. Da habe ich gedacht, wenn wir 8 Batterien kaufen, 30 kW, den kannst du das speichern, dann können wir abends noch die Air Condition auch anhaben, ohne Angst zu haben, dass wir was bezahlen. Dann können wir noch was einspeisen auch noch. Denn das, was wir einspeisen, können wir dann wieder kriegen an Strom. Tja, aber es wird ja immer mehr und mehr Solarzellen auf dem Dach gebaut in Thailand. Und die halten gut, sagen wir mal, 20 Jahre. Und wenn du die schon in 6-7 Jahren raus hast, dann sparst du Geld. Ich mag das auch nicht für mich. Ich mag das für meine Familie. Ja, und ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Ich bin jetzt auch 61, werde bald 62. Denn ist eine Frage, wenn ich 10 Jahre lebe, da habe ich das ja reingeholt schon. Und wenn ich einen Monat mehr Strom bezahlen soll, so spare ich dann da auch schon durch die Anlage, weil jedes Jahr wird das auch teurer. Ja, und für 500.000 lohnt sich das einzubauen. Was willst du das mit dem Geld auf dem Sparbuch? Das bringt auch nichts, weil die Inflation ist überall höher und das wird auch noch höher. Weil zurzeit ist eine Unruhe auf der Welt und da ist das anders. Dann wird das sowieso alles teurer und dann ist das Geld immer weniger wert. Man sieht das jetzt, was habe ich vor 2 Monaten an Wechselkurs gekriegt und was kriege ich jetzt? Das sind pro 100 praktisch 2 Thai-Baht verliere ich. Und weil der Thai-Baht schwankt sowieso, dann kannst du lieber was investieren, sage ich immer. Weil das lohnt sich seit langer Zeit nicht mehr zu sparen. Und man muss auch ein bisschen umrechnen, Strom wird auch teurer, so bist auch abhängiger mehr. Auch wenn Stromausfall ist, hast du deinen eigenen Strom. Zweitens, Thailand hat manchmal die Frequenzen nicht an Strom, dass dann manchmal Schwankungen drin sind. Bei Solaranlage hast du keine, wenn das eine eigenständige ist. Es gibt welche, die sind noch abhängig auf den Strom von der Stadt. Wenn die aus sind, ist deine Solaranlage auch aus. Deswegen will ich eine unabhängige bauen, dass ich praktisch sagen kann, wenn Strom
nicht mehr geliefert wird. Ich habe meine eigene Solaranlage, der liefert gleich Strom. Nicht immer ein bisschen mit Schwankungen. Da machen sich die Elektrogeräte kaputt, besonders die Feinen von Computer und alles. Oder Fernseher, das sind ja feine Elektrogeräte, da gehen die kaputt. Ja, und dann Schwimmingpool, das muss sowieso 4 bis 6 Stunden einmal Wasser durchwälzen, weil ich eine große Schwimmingpool baue. Da habe ich mal ausgerechnet, was das noch an Strom kosten würde, wenn ich keine Solaranlage habe. Das wird mir zu teuer, habe ich gesagt. Und wenn du Strom einspeist, irgendwann wirst du es auch wiederholen. Auch wenn du kein Geld kriegst zur Zeit. Aber du kriegst deinen Strom wieder frei raus. Das lohnt sich immer. Und man muss lieber ein bisschen mehr rechnen, weil man immer mehr Elektrogeräte kauft oder der Verbrauch wird auch höher. Denn ich habe jetzt 3 Durchlauferhitzer und die verbrauchen schon viel Strom. Ja, was ist eure Meinung heutzutage? Ein Windrad kann man auch aufstellen, aber wie viel bringt der und was kostet der? Was kann einspeichern? Thailand hat ja auch Wind. Das merke ich auf meinem Grundstück auch. Aber es ist noch nicht so bekannt, aber man kann sich noch rumhorchen. Sag mal eure Meinung dazu. Ich höre mir das gerne an. Ich will versuchen, dass ich auf meine eigene Energie kostengünstiger komme. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.